sagte, zu wenig am Plan, oder? Mit dem Vierer nehmen. Den Vierer nehmen. Steig ja mal auf. Auslösen. Geht wieder am Meister. 1, 2, 3 und 4 Holz krieg. Für Gebäudebau. Dann bauen wir das. 1, 2, 3, kriegen wir Ressource. Dann kann man eine ersparen, was Gold ist. Okay. Was Gold ist. Und ich baue jetzt das da. Ich brauche 3 und 3.
Ja, und damit 6 sind wir. Größtenteils. Schon mit 6. Das und das. Das leisten. Das. Das. Wie kommen wir denn hin, wo ich hin will? Ja, wisst ihr nicht. Das ist eine gute Frage jetzt. Also kannst du die Führer gleich mal noch rausgenommen. Ja, 12 Punkte. So, mit dem baue ich das. Und der Grüne und den Rest. Drei, vier, fünf, 20, 32 Punkte. Das. Das. Das werden dann die Sachen. Ich könnte jetzt noch eines bauen. Ja. Da kann man weiß noch was an das ausgeht. Ja. Das ist der Scheiß, man hätte 20 Punkte gebracht. Oder wenn ich nur wenn ich auf das verzichte und nur einen Moment baue, dann bleibt mir auch Holz übrig. Auch Holz übrig. Scheiße, ich spiele es wurscht. Oh. Ist ja geil. Ist ja alles am alles dann nicht aus das, gell? Es ist wurscht, es geht sich alles nicht. Es mir fällt genau. Ja, aber es ist grundsätzlich, ich hätte, um das wirklich auszureizen, so wie es braucht, hätte ich einen vollen Aufstieg gebraucht und hätte 6 Maxeln gebraucht. Ja. Weil so erreiche ich mit 2, was ich auf einer Lahn nicht erreiche. Das mache ich da jetzt auf, gehe jetzt komme ich eh nicht mehr auf. Wobei, also ja, das ist dann wurscht. Verlustgeschäft. Ich habe 1, 2, 3, 4, wenn ich mir das kaufe, sind es 5. Da ist auch. Oh, warte mal. Das ist das. Wenn ich auf das verzichte. Ist wurscht. Das ist wurscht. Es ist wurscht. Es ist Kupfen gequatscht. Wenn ich auf das verzichte. Also wie leisten wir das? Arbeit das. 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 Das
besser geht. Okay, es ist wurscht, es ist scheißegal, wie ich es mache. Ja, es ist. Sind wir so ärgerlich, da fällt ein Mais oder ein Holz, damit du die Aktion ausmachen kannst, eineinhalb Stunden lang spürst. Das ist das großartig. Ist das. Das sind genau Planen, ich weiß nicht, gut. Profispieler weiß nicht, aber. So genau planen kannst du das, glaube ich, nicht, oder? Oh ja, die kennen das. Das ist unpackbar. Ja. Das bringt mir nicht wirklich viel. Das mache ich über die 3. Und zwar auf A-Gold. Scheiße, auf das und auf das. Und das und das. Ja, das andere. So gefällt es mir aber besser wie online. Das bringt schon viel aus, das Ding so ist. Ja. Bei dem Spiel vor allem, der Mechanismus und so. Dann habe ich mir für den, den ich ausgenommen habe, das genommen. Hat mir das und das gekostet. Dann bleibt mir das übrig. Wenn ich mir mit dem jetzt was kaufe. Zeugpunkte oder 3D-Punkte kann es noch. Jetzt muss ich kaufen. Das muss 16. Das ist 16. 4. Nein, ich wollte eigentlich schauen, ob ich 7, da raufkomme. Ob ich da raufkomme. Dass ich nur die zwei grünen erwische. Okay. Aber die gehen sich nicht aus. Für das andere grüne Plättchen, gell? Wie das andere grüne Plättchen. 4 Punkte pro grünem, gell? Da fällt mir wieder ein Ja, es ist wurscht. Nein, ich habe nämlich auf das gespitzt mit den zwei Aufstiege, die ich hätte. Das hat man nämlich im Grunde genommen, das war eigentlich mein Plan, dass ich mir das nehme. Weil dann war er die viel schneller auf die Tempel oben gewesen, ohne dass ich dafür zahlen muss. Mhm. Also Tempel auf die Technologien, dass ich schneller aufmarschiere. Ja, den finde ich schon cool. Ich glaube, dass das bei der ganzen Spiel aber die leichteste Taktik ist. Drucklauf Nummer 2 und dann voll auf die Tempel auf. Das ist bei jedem an. Ja. Also wenn es gegen einen fähigen Spüler, jetzt geht nicht jetzt gegen mich, sondern gegen einen fähigen Spüler spielst, hast du mit der Strategie keine Chance. Ich habe schon mal ausprobiert, hast du keine Möglichkeit. Okay. Der schießt dich so schnell an. So schnell kannst du gar nicht schauen. Er lässt dich da nicht einsetzen. Weil sie ja auch, um die Strategie zu fahren, musst du auf das Rad einsetzen. Er lässt dich aber nicht einsetzen, weil er einfach das halbe Radl blockiert. Und dann kommst du mit an eine. Und bis du dich dann aufgetraust, bis du bei dem einen Schädel bist, damit die Taktik wirklich greift. Ich meine, ja, schon. Nur, was er in der Zwischenzeit an Siegpunkte macht, bis ja, du genau. Deine Siegpunkte hast. Die bauen total viele Häuser an, Dings habe ich gesehen. Die sind aus. Also, schau, wie viele Häuser wir denn haben. Die bauen. Das bringe ich gar nicht zusammen so viel. Ich meine, ich war relativ viel jetzt da. Mhm. So, was war mit dem Schaus jetzt da? Ich könnte jetzt natürlicherweise nur Tempelaufstiege kaufen. Damit ich meine 33, das werden 12 Siegpunkte. Ein verschissenes Holz, oder? Ja, das. Okay, bleibt der gut über. Das ist halt das Problem. So, wenn ich das jetzt mache, kann ich mir jetzt mal. Mit Abzug. Und das machen, sind das 8, 10, 13 plus 3 Aufstiege. Macht das meiner Meinung nach sogar noch mehr Sinn. Kriege ich mehr Punkte zusammen. Dann kaufe ich mir das und setze meinen Bonus gleich ein.
Ich habe 5. 5. 1, 1 und 1. Das sind 3, die ich angeben muss. Und dann kaufe ich mir noch das, ohne irgendwas. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. War dann der da, bin ich 1-4 gegangen, habe ich auch noch Mais angegeben. Jo, das war's. Pff. Gut, dann rechnen wir mal ab. So, Dala, du gehst jetzt einmal 4 Siegpunkte plus 18, 12 und 6. 12 und 6. 18? Auf Gold. 12 und 6. Achso, in Klingel, ja. 18. Plus 9 und 4 macht 13. Also 1, 2, 3, 13. So. Dann habe ich 6 plus 2 macht 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 4. 1, 2, 3, 4. Dann kriege ich 20 und 46 und dann kriege ich noch 16. Ja, mehr habe ich nicht. Also ja, dann müssen wir noch nähern. 3 Arbeiter nähert. Ich habe 3. Und zwar so minus 6 bei mir. 6. Ich gehe Anzug. Ein Siegpunkt. Zweiter Siegpunkt. Ich kriege noch 2 Siegpunkte dazu. Ja, und das war's. Gibt's für deiner was? Ja, ja. Ein Siegpunkt und zweiter Siegpunkt. Ist auf 90. Ja, Rückzeug ist gut. Gratulation. Cool gespielt. Echt geil gespielt von dir. Mir gefällt die Schädeltaktik irgendwie. Das ist für mich ein leichter. Achso, ja. Letztens bin ich ja früh eingegangen mit dem Sami. Achso, ja. Da kriegst du nochmal Punkte, glaube ich, gell? Ja, aber da warst du. Warte mal. Ich krieg nochmal 13 und du kriegst. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hast du. 6 Aufstiege, wie kriege ich 6? Du bist über 100, habe ich gesagt. 1, 2, 3. Cool. 103. Ja, 100 war ich noch nie. Respekt! Ja, ich weiß nicht warum, ich bin es gewohnt jetzt die ganze Zeit mit Dings zum Spülen. Mit das Standardspiel. Mhm. Ich finde es mit dem aber interessanter. Jein, jein, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mhm. Ja, es ist mit dem. Was ist los? Hallo? Was ist denn jetzt da? Jein, gebe ich dir recht. Es ist sicher interessant. Aber irgendwie, was der, wenn ich jetzt die ganze Zeit dort spiele, dann musst du echt knallhart berechnen. Ich habe zum Beispiel meine Strategie, also das da, genau zweimal ausgeführt. Nicht öfters, ja. Weil ich immer drauf vergessen habe, weil ich einfach die ganze Zeit im normalen Spiel drinnen bin, ja. Aber trotz alledem, ja, es macht es interessant. Was ist denn jetzt los? Warum hat er sich ausgeschaltet, der Kugel? Mir hat das schon was gebracht, weil am Anfang war ich gleich dick da in den ersten zwei, drei Runden. Durch den Startvorteil, das ist bei dem Spiel schon wichtig. Da war der Tempelaufstieg minus, war eigentlich wurscht. Das stimmt. Weil schau dir mal, wo du jetzt bist. Ein Plättchen jetzt dazu gehabt, ne? Nein, es ist schon. Es war echt geil gespielt von dir. Es war echt stark gespielt, bist du Gott. Respekt. Echt lässig. Wow. Wow. Letztens bin ich ja vorher gegangen, zusammen gegen die. Dass man genau